Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns wieder einmal mit dem Thema Volatilität VIX-Index. Und zwar, was sagt eigentlich dieser Volatilitätsindex aus? Und zwar nicht, ob jetzt viel oder wenig Bewegung ist, sondern was sagt eigentlich die Zahl aus? Also was heißt es denn, wenn der VIX bei 12 ist? Welche Schwankungsbreiten erwartet denn dann der Markt? Und wie man das ausrechnen kann, wie ihr das auch ausrechnen könnt, das schauen wir uns heute mal hier im Video an. Ganz kurz nochmal, ihr wisst, der VIX, der sogenannte Volatilitätsindex, von manchen auch der sogenannte Angstindex genannt, das ist ja ein synthetischer Index. Das heißt, der wird aus anderen Volatilitäten berechnet und zwar aus den sogenannten impliziten Volatilitäten der S&P 500 Optionen. Und zwar will man damit im Grunde genommen ausrechnen, welche Schwankungsbreite erwartet denn der Markt in den kommenden 30 Tagen. Und wenn man jetzt einen, ich blende euch mal ein Bild vom VIX hier ein, und da seht ihr ja, der ist aktuell irgendwo bei 11-12%. Und was heißt denn das jetzt eigentlich so richtig? Ne? Was heißt denn überhaupt so richtig Stand von 12%? Was ist denn da für eine Schwankungsbreite? Und ich lese immer mal wieder, dass jemand sagt, naja, eine Volatilität von 12, zum Beispiel im VIX, sagt, aha, der Markt erwartet also, dass innerhalb der kommenden 30 Tage der S&P um 12% schwanken kann. Und das stimmt nicht, ne? Das ist falsch. Und zwar ist das immer die Volatilität, diese 12%, das ist immer auf ein Jahr betrachtet, also das heißt auf 365 Tage. Und das ist zwar jetzt ganz schön, wenn ich weiß, na gut, der Markt erwartet, dass er innerhalb der kommenden 365 Tage 12% schwanken kann, aber was nützt mir denn das für die nächsten 30 Tage? Was habe ich denn da für eine Erwartungshaltung? Und das könnt ihr euch ausrechnen und ich muss ehrlich sagen, ich konnte es auch nicht im Kopf ausrechnen, ne? Aber es gibt ja heutzutage Smartphones und da hat man ja meistens tolle Rechner drauf. Denn jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück in die Schule, ne? Und wem es so ein bisschen von Mathematik gekraust hat, der wird da wahrscheinlich gleich wieder daran erinnert. Nämlich, wir reden heute über Quadratwurzeln, ne? Aber keine Angst, das ist alles einfacher, als es ausschaut und ich zeige euch auch ein paar Tricks. Und zwar machen wir es so, dass wir sagen, okay, der VIX ist hier bei 12%. So, wie kann man jetzt ausrechnen die Schwankungsbreite, die hier erwartet wird für den S&P 500 in den nächsten 30 Tagen? Und dazu muss man Folgendes machen. Und ich gucke hier immer mal runter. Ich habe nämlich auch hier einen kleinen Spickzettel. Ne? Das Einzige, was ich in Mathe wirklich begriffen habe, war Prozentrechnung. Also das war ich super. Alles andere habe ich mich so durchgeschlagen. Und ich sehe immer mit Grausen meine Kinder, was die jetzt schon in der Schule haben. Also irgendwann hört es auf mit dem Helfen. Also passt auf. Wie kann man das ausrechnen? Und zwar, man muss einfach rechnen 12% mal, und jetzt kommt's, der Quadratwurzel aus 365 durch 30. Und das ist dann die erwartete Schwankungsbreite. Also ihr seht, ganz simpel. Haha, okay. Brechen wir es mal ein bisschen runter, ne? Also, und zwar das hier, diese Quadratwurzel aus 365 durch 30. Das ist 0,28. Also, wer mir es nicht glaubt, 0,28, der nimmt ganz einfach Taschenrechner, rechnet das mal nach, ist 0,28 und dann rechnet man eben hier 12% mal 0,28 und kommt eben dann auf einen Wert von 3,44. Und das ist jetzt die Schwankungsbreite, die der Markt momentan für den S&P für die nächsten 30 Tage erwartet. Das heißt, das preist er ein über die implizite Volatilität der Optionen. Und wenn man sagt, okay, wie ist es denn jetzt, ich verkaufe ja aber Optionen, die ein bisschen länger sind, ne? Die vielleicht 60 Tage sind oder so, wie kann man das da ausrechnen? Und dann würde man eben hier einfach 365 durch 60 rechnen, Quadratwurzel raus und damit multiplizieren. Ich will euch mal noch ein paar Beispiele geben, und zwar, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, im August 2015, habe ich glaube ich auch ein Bild hier, August 2015, da war der VIX auf 50 angestiegen. Ne? Und was hieß denn das? Und wenn ihr das dann ausrechnet, also hier 50% mal und dann entsprechend hier diese Quadratwurzel, wieder diese 0,28, dann kommt ihr eben auf eine Veränderung, da hat der Markt eine Veränderung des Marktes um 14% erwartet. Um 14% innerhalb der kommenden 30 Tage, und wahrscheinlich hat er es nicht erwartet nach oben, sondern tendenziell eher nach unten.
Und ich finde, das ist ein ganz gutes Hilfsmittel, wenn man sich das mal an so ein paar Extremsituationen ausrechnet, damit man mal ein Gefühl hat, okay, was erwartet denn eigentlich der Markt? Wo geht es denn hin? Ne? Also wie tue ich denn das ganze Crash-Gerede dann einordnen? Und ist es jetzt wirklich so, dass der Markt nach 50% fallen kann? Man müsste immer davon ausgehen. S&P 500 Optionen, von wem werden die hauptsächlich gehandelt? Die werden schon von Profis gehandelt. Ne? Die liegen nicht immer richtig, die haben aber schon eine relativ gute Ahnung, was da am Markt passiert. Und wer also dann sagt, okay, wie in so einer Situation 2015, ich erwarte, dass der Markt nach 50% fällt, der weiß eigentlich oder der müsste wissen, wenn er so eine Überlegung mal anstellt, dass das wirklich hier vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Lasst uns mal noch ein paar Dinge durchgehen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ihr wollt das ausrechnen hier auf 60 Tage, dann macht ihr eben hier die Quadratwurzel, heißt nicht die Drittel, sondern die Quadratwurzel aus 365 durch 60 und das ist zum Beispiel immer 0,40. Ja? Also das heißt, ihr könnt dann alles wieder 0,40 ausrechnen und dieses Beispiel, was wir gerade hatten, WIX 50 im August 2015, das hieß eben auf die kommenden 60 Tage hat der Markt damals, können wir ganz einfach ausrechnen hier, also 50% mal diese 0,4 und das heißt, da kam dann hier 20% raus. Ne? Das heißt, er hat also dann erwartet, dass der Markt sich 20% innerhalb der nächsten 60 Tage bewegen wird. So, und jetzt gibt es noch eine ganz interessante Sache und zwar, wenn ihr euch mal überlegt, warum machen wir das überhaupt? Es geht natürlich immer so ein bisschen darum, okay, man muss grundsätzlich verstehen, was Volatilität ist und so weiter, aber es gibt ja auch eine Bestätigung, warum es Sinn macht, hohe Volatilitäten zu verkaufen. Und dazu will ich hier nochmal ein Beispiel geben. Und zwar, wir gehen mal zurück in die Finanzkrise 2007-2008. Auch hier, während ich hier umblätter, blende ich hier mal einen Chart ein. Und zwar siehst du da da siehst du, dass im Jahr 2009 oder 2008 war es, glaube ich, der WIX bei 90 war. Ne? Also der WIX war bei 90. So, WIX 90%. Und wie du an dem Chart siehst oder gesehen hast, war der Markt da zu diesem Zeitpunkt bereits 46% gefallen. Ne? Das heißt, der hatte sich ja nahezu schon halbiert. Und was hat jetzt die Volatilität, diese Panik, die ja war, diese implizite Volatilität, von der wir ja immer behaupten, die ist im Grunde genommen zu hoch, ne? Die ist zu teuer, deswegen verkaufen wir sie auch. Was hat denn die impliziert oder was hat denn die in Zahlen konkret mal ausgedrückt? Und zwar hat die Folge ausgedrückt. Der Markt hat also erwartet, dass innerhalb von der nächsten 30 Tage der Markt weitere 25% fällt. Innerhalb von 60 Tagen sollte der Markt um weitere 36% fallen. Und jetzt kommt's, wenn wir zum Beispiel sagen, auf ein Jahr, also 365 Tage, ist man davon ausgegangen, dass der Markt um weitere 90% fällt. So. Ist das ausgeschlossen? Wahrscheinlich ist es nicht ausgeschlossen. Ist es realistisch? Glaube ich eher nicht. Ne? Weil was würde denn passieren, wenn nachdem der Markt ja hier schon 46% getaucht ist, ne? Also wenn wirklich schon die Panik greifbar ist, wenn die Notenbanken schon angefangen haben, sagen, okay, jetzt müssen wir was machen, wenn die Regierungen eingreifen, ne? Entschuldigung, wer damals dabei war, kann sich da ja vielleicht noch erinnern. Ne? Also das, alle Sparer sind sicher und so weiter, ihr kennt das. Und auch die Amerikaner haben natürlich viel gemacht. Wenn man solche Zahlen dann sieht, dann weiß man einfach, dass das übertrieben ist. Ne? Das heißt nicht, dass der Markt bei 46% drehen muss. So, aber man kann sich dann zumindest mal ein Bild machen, kann sagen, hey, was impliziert mir denn der Markt jetzt? Und der Markt sagt eben, okay, innerhalb der nächsten 12 Monate erwarten wir, dass der Markt weitere 90% fällt. Das heißt, vom Hoch her gerechnet wären das dann wahrscheinlich 95% gewesen. So, und jetzt überlegt einfach mal, wie realistisch ist es in unserer Welt, dass die Aktienmärkte um 95% einbrechen. Wer jetzt sagt, das ist absolut realistisch und deswegen musst du Gold kaufen, okay, das ist die eine Meinung. Für alle anderen, die die Welt nicht gleich untergehen sehen, ne, die sollten dann einfach an so einer Stelle feststellen, okay, wenn der WIX so hoch ist, wenn die Volatilität so hoch ist, dann sind wir einem Tief näher, als man sich das vorstellt und dann musst du als Optionsverkäufer zwingend diese Volatilität verkaufen. Ne? Nicht unbedingt zwingend, wenn der WIX bei 12 steht, so wie jetzt aktuell,
Weil da ist ja die Schwankungsbreite nicht so groß. Ne? Wir haben es vorhin gesagt, wenn du eben jetzt sagst, bei 12, Schwankungsbreite der nächsten 30 Tage 3-4%, das ist ja nicht sehr viel. Könnte das auch mal in eurer Vorstellungskraft, könnte das höher werden? Könnten da 10% draus werden? Definitiv. Das heißt, das wäre eine Überraschung. Aber wo ist denn hier das Überraschungspotenzial? Und das ist sicherlich eher ein positives Überraschungspotenzial, nämlich hoppla, der Markt ist ja doch nicht 90% gefallen. Hoppla, der Markt ist ja trotzdem nicht 36% gefallen. Und das preist sich ja alles in Put-Optionen ein. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, Markt fällt 50%. Jetzt gehst du 50% unter den aktuellen Preis mit Optionen mit einer Laufzeit von einem Jahr, wie teuer die sind. Und das macht also dann definitiv Sinn, an so einer Stelle das zu verkaufen. So, heute war es mal sehr, sehr, sehr theoretisch. Aber ab und zu müssen wir mal sowas machen, damit wir einfach auch verstehen, warum wir das machen. Ne? Warum verkaufen wir Optionen? Warum verkaufen wir Optionen bei hoher Volatilität? Warum werden wir aggressiv im Verkauf, wenn alle anderen ängstlich werden und rausgehen? Ne? Und solche Dinge, das ist die Begründung. Und jetzt könnt ihr auch immer, wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, sagen, pass mal auf, ich rechne dir das mal ganz schnell aus, wenn der Wix so und so viel steht, wie die Schwankungsbreite ist, ne, dann nimmst du einfach die Quadratwurzel aus und dann habt ihr schon auf so einer Party unter Bankern, könnt ihr da schon toll mitreden, weil das wissen die meisten nicht. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg an den Märkten. Fragen, Meinungen, Kommentare, Anregungen, wie immer hier unten reingeschrieben. Und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video. Und bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.